Salam alaikum und alaikum salam alaikum, Freunde. Ich bin's, euer Wakayashi, und heute erzähle ich euch ein bisschen was über Throne and Liberty, das nächste große MMO, was Anfang 2024 auch in Deutschland erscheinen soll. Auf geht's! Zuallererst, das Spiel wird Free-to-Play sein. Throne and Liberty wird auf allen Plattformen verfügbar sein, das heißt auf PlayStation, Xbox und vor allem auf dem PC. Und es wird auch Pay-to-Win-Elemente geben. Bisher ist nur die Rede von Pay-to-Convenient-Items, Items, die du also kaufen kannst, die etwas beschleunigen sollen und nicht so einen krassen Pay-to-Win-Faktor haben sollen. Aber wie stark dieses Argument ist, werde ich in den nächsten Tagen herausfinden. Aktuell befinde ich mich in der Testphase und möchte vor allem für mich herausfinden, ob es sich überhaupt lohnt, damit einzusteigen, wenn es erstmal released wird in Deutschland. Diese Testphase könnt ihr auch gerne live mitverfolgen. Auf twitch.tv/wakayashi werde ich in den nächsten Streams, vielleicht auch in den nächsten Wochen, immer wieder mal in Throne and Liberty reinschauen und versuchen, so ins Endgame zu kommen. Auch wird es regelmäßig Videos zu Throne and Liberty geben, damit ihr euch ein besseres Bild über das Spiel verschaffen könnt. Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr sie direkt gerne im Stream stellen oder einfach unter den YouTube-Videos in der Kommentarsektion. Übrigens befinde ich mich mit meiner Community auf dem Server Khazar, da befinden sich auch momentan die meisten englischsprachigen Spieler. Ja, also wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt bereits schon Level 10, das seht ihr hier unten in der Mitte. Diese UI habe ich auch erstmal angepasst. Wenn ihr auf Escape geht und dann auf Edit HUD geht, könnt ihr hier diese ganzen Elemente, die ihr im Bildschirm seht, anpassen, wie ihr möchtet, also ähnlich wie im BDO. So habe ich meine HP und Mana-Leiste von oben links in die Mitte nach unten platziert. Ich musste halt wirklich schielen, damit ich wirklich beim Kämpfen gegen Monster meine HP-Leiste im Blick habe. Und hier unten in der Mitte kann man es auf jeden Fall besser überblicken als oben links. Ich habe auch eine Gilde erstellt, den Wacker-Clan. Hier wird nur Sucuk gegessen. Jeder, der Met isst, fliegt. Ist natürlich nur scherzhaft gemeint. Auch alle Met-Liebhaber sind herzlich willkommen, Leute. Welcome. Wie mir zu Ohren gekommen ist, wird wohl Gilde Dreh- und Angelpunkt des Spiels sein. Es wird hier also viel Gilden-Content geben. Sobald ich ein paar mehr Informationen über die Gilden-Aktivitäten gesammelt habe, gibt es dazu ein separates Video. In diesem Video will ich euch erstmal die interessantesten Dinge, die mir bei dem kurzen Gameplay jetzt hier aufgefallen sind, mal mit auf den Weg geben. Das erste, was ich euch zeigen möchte, ist erstmal die Morph-Funktion. Die Morph-Funktion sind eigentlich unsere Mounts, die wir so in anderen Spielen kennengelernt haben. Nur, dass ihr selber dieses Mount-Ding seid, ja. Es gibt insgesamt drei verschiedene Mounts, die man berücksichtigen sollte. Wenn ihr auf Escape geht und dann hier oben auf Morph klickt, seht ihr schon direkt hier die drei verschiedenen, Mounts, die wir haben, beziehungsweise die Morphs. Und zwar gibt es eins zu Land, wo wir mit laufen können, eins zu Wind, womit wir fliegen können, und eins zu Wasser, womit wir schwimmen können. Und dafür gibt es halt verschiedene, ja, solche Erscheinungen. Die kann man sich freispielen, die kann man sich aber auch mit Geld kaufen. Angeblich soll es keinen spielerischen Vorteil geben, wenn man sich die Dinger kauft und nicht frei spielt. Die sollen alle gleich sein, nur dass sie halt optisch anders aussehen. Nun, wie benutzen wir diese ganzen Morphs? Ja, zuallererst unser Tiger, Säbelzahntiger oder unser Rosettenpuma. Den könnt ihr benutzen, indem ihr Shift-W gedrückt haltet beim Laufen und ihr verwandelt euch sofort in einen, ja, Säbelzahntiger oder in einen Rosettenpuma, den ich auch sehr, sehr nice finde. Und ja, sobald ihr stehen bleibt, verwandelt ihr euch zurück. Finde ich sehr, sehr geil gemacht. Ja, und wenn es ums Fliegen geht, ja, dann müsst ihr einfach nur beim Springen, ihr könnt mich in dem Spiel springen, könnt ihr einfach dann in der Luft Leertaste nochmal drücken und dann verwandelt ihr euch in einen Adler oder in eine Gans oder was auch immer. Also das sieht dann so aus. Und dann gibt es natürlich mit der S-Taste einen Sturzflug ins Wasser und im Wasser angekommen könnt ihr direkt wie ein Otter einfach hier ganz schnell schwimmen. Ihr verbraucht auch Ausdauer mit den Dashes, wenn man halt in dem Fall Shift gedrückt haltet oder in der, ja, beim Fliegen mit dem Adler auch Shift gedrückt halten, dann, ja, verbraucht ihr ein bisschen Ausdauer. Wenn die Ausdauer leer ist, könnt ihr halt nicht mehr dashen und ihr fliegt halt ganz normal. Das Fliegen beschränkt sich auf Schweben. Man kann aber mit ein bisschen Ausdauerverbrauchung auch natürlich wieder ein bisschen an Höhe gewinnen, aber das ist auch schon alles. Ich persönlich finde dieses System super geil umgesetzt und ich muss nicht immer irgendeinem Mount hinterherlaufen oder ihn irgendwie rufen oder ihn irgendwo hinbringen, damit ich wieder darauf rumreiten kann. Das nächste, worum es gehen soll, sind die Waffen und die Skills dazu. Ich bin selber noch dabei, das alles zu entdecken. Aber soweit ich das einschätzen kann, wenn wir auf P drücken, sehen wir, dass es hier vier verschiedene Attribute gibt. Stärke, Geschicklichkeit, ja, Weisheit und etwas, das sich Perception nennt. Das bestimmt übrigens die Dauer eurer Skills. Zum Beispiel die Dauer der Flüche oder die Dauer der Heilungen wahrscheinlich. Das heißt, je nachdem, wie ihr eure Stats hier verteilt, bestimmt ihr damit schon euren Spielstil.
Ich habe mich für den Stab entschieden und dementsprechend gehe ich relativ viel auf Wisdom. Pro Level bekommt man einen Stat dazu, den man verteilen kann. Angeblich sollen diese Attribute ab Level 30 zwei dieser Punkte fressen und bis dahin immer nur ein Punkt. Das heißt, es wird sicherlich Sinn machen, ein primäres Attribut zu fokussieren und nebenbei noch ein sekundäres mitzuziehen. Gucken wir uns jetzt mal unter Karl einmal die Skills an. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir hier zwei verschiedene Waffenarten. Ich habe einmal den Zweihandstab und einmal einen Einhandstab mit einem Buch. Und dieses System wird euch vielleicht bekannt vorkommen von New World. Jede Waffe hat ihre eigenen Skills. Mit dem Zweihandstab fokussiere ich mich überwiegend auf den Schaden. Und mit dem Einhandstab und dem Buch fokussiert man sich eher auf die Heilung. Und damit einhergehend, ja Leute, es gibt das Trinity-System auch in Throne and Liberty und ich finde es absolut geil. Das heißt, man kann einen Tank spielen, man kann einen Heiler spielen oder einen reinen DDler. Es gibt auch bereits schon so ein paar Meta-Builds, wo man sagt, okay, ein Heiler spielt vorzugsweise mit seinem Einhandstab und dem Buch und einem Bogen. Aber ich habe mich unabhängig von der Meta für diese Spielweise entschieden und werde das mal Ganze austesten. Das heißt, schaut euch mal ganz kurz hier die Skills an, wenn ich hier meinen Zweihandstab und meinen Einhandstab dabei habe. Und jetzt wechseln wir einmal die ganze Ausrüstung, indem wir auf I gehen. Und im Inventar habe ich hier noch einen grünen Bogen. Den werde ich mal hier ebenfalls ausrüsten statt meinem Zweihandstab. Da gehen wir einfach mit Linksklick rauf und gehen auf Equip, auf das E. Und anschließend könnt ihr hier unter K sehen, wie wir nun andere Skills bekommen haben für Bogen und für Einhandstab. Diese Skills könnt ihr dann in eure Schnellauswahl nach unten ziehen. Das hier sind einfach die Tastenbelegungen von 1 bis 9 bzw. 0 und dann Minus und Gleich. Die koreanische Tastatur ist natürlich ein bisschen anders belegt, das heißt, da müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen dran rumwerkeln. Sicherlich werde ich auch einiges davon auf die zusätzlichen Maustasten legen. Das, was ihr hier links seht, sind so mehr oder weniger die aktiven Skills, die ihr verwendet. Und das, was ihr rechts seht, die Active Skills, sind ironischerweise die passiven Skills. Die aktiven Skills schiebt ihr euch hier runter und die anderen passiven Skills, die werden dann hier verteilt. Ne? Und abhängig von eurem Level könnt ihr dann wiederum weitere Slots freischalten, um weitere Passive mitzunehmen. Unter Escape und dann Gear Enchanting oder auch unter Punkt können wir hier dieses Menü öffnen. In diesem Menü geht es darum, dass man diese Waffen jetzt einfach leveln kann, aber auch Rüstungen. Das heißt, wenn ich meinen Bogen jetzt leveln wollen würde, klicke ich den Bogen an und brauche dann diese Quality Weapon Growth Stones. Die heißen deswegen Quality, weil sie einfach grün sind. Es gibt aber auch natürlich höhere Seltenheitsstufen. Und anschließend kann man diese Waffen leveln und die bekommen dementsprechend mehr Schaden. Falls man sich irgendwann satt gesehen hat an der Stabspielweise, kann man hierbei auch unter Transfer den Bogen reinschieben und die XP, die man nun auf dem Stab hatte, auf den Bogen transferieren. Das Ganze kostet Soland, das seht ihr hier, und Soland ist die Ingame-Währung, die man so freispielt. An dieser Stelle die Pay-to-Win-Währung ist die linke, nämlich die Lucent-Währung. Bei dieser Methode habe ich nicht das Gefühl, dass ich sehr bestraft werde, falls ich doch mal die Klasse wechseln möchte, und kann mich jetzt erstmal komplett auf den Stab stürzen, und falls ich dann später doch mal etwas anderes spielen möchte, kann ich es ohne weitere Euros auszugeben was anderes austesten. Das ist jetzt natürlich auch die Perspektive eines Anfängers, also gib mir ein bisschen Zeit, bis ich mich mit diesem System nochmal ausgiebig auseinandergesetzt habe. Das wird halt besonders interessant, wenn diese ganzen Waffen komplett ausgelevelt sind. Genug Laber-Rababa, ich will euch gar nicht das Ohr weiter abkauen. Es gibt noch ganz wenig Punkte, die ich euch mal mit auf den Weg geben möchte, die mich außerdem sehr positiv gestimmt haben. Und hierzu öffne ich einmal die Map. Wenn ihr die Map geöffnet habt, gibt es erstmal hier oben einen Filter-Button. Und wenn man sich diese ganzen Icons mal anschaut, sieht man erst, ne, und man kann halt so ein bisschen erahnen, wie viel Content dann auch dahinter steckt. Ne? Wir haben hier erstmal Wegpunkte, wir haben Dungeon-Wegpunkte, wir haben Dungeons, wir haben ganz viele gildenbezogene Punkte, wir haben Elite-Monster, wir haben Archbosse, Fieldbosse, wir haben Mystic Globe, Mystic Portale, was auch immer das ist, ne? Also wirklich sehr, sehr interessant. Wir können diese ganzen Sachen einblenden, ausblenden, wie wir lustig sind. Aber das, worum es eigentlich bei der Karte geht, ist, dass es, ja, Teleports gibt. Ne? Also wenn ihr jetzt hier mal hinguckt, da seht ihr so einen Stein, das ist so ein Wegpunkt. Wenn man den vorher freigeschaltet hat, kann man sich danach hinporten und das Ganze kostet bis Level 9 inklusive nichts. Und danach fängt es an, ein bisschen so Land zu kosten. Die erste und die letzte Stadt, in der ich mich befand, ist die hier, Castle Tone. Und wenn ihr hier mit diesem Wegpunkt interagiert habt, könnt ihr anschließend auf die Taste B drücken und dann teleportiert euch einfach in die letzte Stadt zurück. Und das könnt ihr so oft machen, wie ihr wollt, und spart euch so ein bisschen so Land. Eine weitere schöne Funktion, man kann sich jetzt hier hinstellen, es gibt einen Action-Mode und es gibt einen Classic-Mode. Der Action-Mode ist, ihr habt einen Cursor und wenn ihr ein Monster anvisiert, dann ist das, ja, Visier gelockt und dann könnt ihr das Monster angreifen. Und beim Classic-System geht es darum, wenn ihr auf V drückt, wechselt ihr zwischen diesen beiden Modis, da könnt ihr halt so mit der Maus quasi immer die Welt drehen und mit WASD ganz normal laufen. Ich persönlich bin kein Freund von dem Classic-Mode. Ja, auf jeden Fall könnt ihr, wenn ihr auf V drückt, eure Maus freischalten und dann könnt ihr mal einen Spieler anklicken, auf ihn dann hier auf das Symbol klicken und auf Follow gehen. Und wenn sich dieser Spieler jetzt, ja, bewegt, bewegt ihr euch mit ihm.
Li Qing ziemlich gut gemacht, ne? Wie ihr sehen könnt, da läuft er hinterher, ne? Eine geile Funktion, finde ich, Leute. Keine Ahnung, was ihr davon haltet. Ja, es gibt auch Autotext, Leute, das ist dann dieser Skill hier. Und je nachdem, welche Waffe ihr quasi gerade ja hauptsächlich draußen habt, mit der Autotext hier auch. In dem Fall habe ich jetzt meinen Einhandstab mit Buch. Wenn ich jetzt auf die Taste neben der 1, also dieser Pfeil nach oben, raufklicke, das muss ich auch einmal umstellen in den Settings, weil auf der koreanischen Tastatur, ich wusste nicht, welcher Skill das ist. So kann ich halt meinen Autotext von dem Einhandstab zum Zweihandstab ändern. Ist auch eine sehr wichtige Mechanik. Und wenn ihr jetzt mal auf K drückt, Leute, gibt es nochmal eine Mechanik, die ich auch sehr, sehr interessant fand. Und zwar gibt es hier bei diesen Passiv-Skills, das gibt es aber auch in vielen anderen Dingen, auch beim Live-Skillen, das, was ihr macht, ist immer abhängig von dem Wetter, beziehungsweise von der Tageszeit. Da, wie ihr hier sehen könnt, ist bei Tag ein anderer Skill aktiv als bei Nacht. Am Tag heile ich stärker und in der Nacht teile ich mehr Schaden aus. Aber auch beim Thema Live-Skill, wenn ihr eine Mine findet, die ihr abbauen könnt, ja, die ist ebenfalls abhängig von dem Wetter. Wenn es regnet, gibt es andere Materialien, als wenn die Sonne scheint. Ich bin auf jeden Fall auf Throne and Liberty sehr gespannt und meine Community scheint auch sehr neugierig zu sein und ich freue mich, dass da einige mit mir spielen. Ihr seht, oben links haben wir noch eine Gruppe offen von vorhin, von unserer ersten Session. Die Jungs sind fleißig am Weiterleveln. Schreibt gerne unten in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Werdet ihr es austesten? Quartal 1 2024 soll es in Deutschland erscheinen. Ich werde bis dahin schon mal ein bisschen, weiter reinschnuppern und hoffentlich ins Endgame kommen, denn ich möchte wissen, ob es sich auch lohnt, Throne and Liberty zu spielen, wenn es erstmal in Deutschland rauskommt. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei den MMOs, die ihr gerade so genießt und vielleicht sehen wir uns eines Tages in Throne and Liberty.